Wenn du noch nicht Hallo den Greygarden machst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Da sind wir wieder und... Keine Ahnung. Das große Problem ist eben immer noch das Problem mit dem Speichern und mit dieser Lampe irgendwie, finde ich. Dass die hier so... Wir können so lange reisen, wie Sie wollen. Ich benötige weder Schlaf noch Nahrung. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal schlafen. So 8 Stunden sollten reichen. Hoffe ich. Wir müssen in Zukunft, glaube ich, wenn wir öfter abspeichern wollen mit diesem Patch, müssen wir sowieso uns angewöhnen, nicht mehr so lange zu schlafen. Jackson hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Seine Modifikationen werden noch eine ganze Weile ausreichen. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Jetzt machen wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn... Okay, wir müssten das Wasser hier mal rausholen. Sie müssen ein paar Dinge ablegen, sonst sind sie zu langsam. Wir produzieren ein paar wunderbare Hörspiele. Du solltest sie und dir das mal Wasser anfangen. Sollten wir... Wir sollten hier noch etwas hinbauen für das Wasser. Wir können doch jetzt Behälter bauen. Da war, bei den Behältern war ja nichts Neues, meine ich. Aber sowas hier zum Beispiel, Möbelbehälter. Abschließbar haben wir auch keine Behälter, meine ich. Kühler für Wasser vielleicht. Diese Kisten sehen wirklich... Oh, nein, nicht schon wieder. Ich möchte nicht schon wieder ein Stimpack nehmen. Ich wollte nur mir überlegen, wo will ich denn hier das Wasser hinstellen? Vor den Koffer? Stellen wir das erstmal hier hin, das können wir ja schnell dann woanders noch. Sind jetzt die Knöchel schon gebrochen? Sind wir schon? Ist es schon soweit? Okay. Nein, sie sind nur angeknackst. Was brauchen wir denn sonst noch? Ach, jetzt sind wir auch noch vermischet. Und mitteldehydriert. Oh nein. Glück, Intelligenz und Wahrnehmung geht zurück. Das ist nicht sehr schön. Oh nein. Wir haben zu viel Wasser rausgenommen. Wir haben alles genommen. Ja. Behalten wir mal so ein paar Teile Wasser bei uns. 19 ist doch fast zu viel. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Und wir sind... Nein, rechts. Das ist ja dann keine Radioaktivität da rechts. Warum... Was haben wir denn? Ach so, wir haben Durst. Moment mal. Und jetzt? Wir sind immer noch dehydriert. Geht der Balken da nicht weg? Nein. Ja, was ist denn famished? Famished. Könnte ich das einmal im Satz hören? Damit ich mir was darunter vorstellen kann? Famished? Keine Ahnung. Ja, dehydriert. Da müssen wir mehr trinken auf jeden Fall. Oh, hoppla. Wir sind immer noch dehydriert. So viel trinken können wir doch gar nicht. Noch mehr. Wir sind... Okay, jetzt sind wir nur noch durstig. Mhm, ich verstehe schon. Ja, es wird spannend. Gut, dass wir hier erstmal im Dorf sind, wo uns nicht so viel passieren kann. Unterwegs wird das dann auch spannend. Okay, wir sind jetzt aber perched und das bringt uns, da, weil wir zu viel getrunken haben, nimmt uns das jetzt einen Intelligenzpunkt. Ja, okay, es ist auch eine Beta-Version. Vielleicht sollten wir wirklich drauf verzichten, aber wie ich das so sehe, ist es besser, wenn man sich früh genug daran gewöhnt hier. Am besten wäre es natürlich, hätte man das ganze Spiel
von Anfang an mit diesem Survival-Mod irgendwie gespielt. Aufbereitetes Wasser haben wir jetzt genug drin. Was das hier bedeutet, das weiß ich nicht. Die Maulwurfsrattenkrankheit haben wir außerdem auch noch drin. Also pro Folge, denke ich, wird das so 5 Minuten nochmal in Anspruch nehmen. Sich nur um seine Gesundheit zu kümmern. Da muss man natürlich dann aufpassen jetzt. Die Falle ist zugeschnappt. Ein Mutantenhund ist drin. Nein, sie ist nicht zugeschnappt. Vielleicht, weil dieses Teil hier an ist. Da kommen dann nur zahme Mutantenhunde. Und die laufen da vielleicht nicht rein. Ja gut, Insekten. Wie wäre das mit dem Insektenkäfig? Ach so, da brauchen wir wahrscheinlich einen großen. Nein, einen mittleren. Gerne Insektenkäfig hier. Ich wusste, dass es noch für irgendetwas zu gebrauchen. Dann werden wir das hier einmal mit dem Hund und den Insekten ausprobieren, ob dieses Teil hier vielleicht für 2 reicht. Benötigt Energie. Na gut.
Ja, irgendwie sieht das so aus, als würden die Teile hier irgendwie keine Energie bekommen. Doch, das geht jetzt hier. Nein, jetzt wieder nicht. Was ist denn hier los? Das war doch gerade im grünen Bereich. Ja, jetzt ist es grün. Okay, wenn das grün ist, dann ist gut. Ah, jetzt ist es rot. Wenn wir von hier kommen, gucken, dann ist es rot. Ja, da muss man einfach, das ist wahrscheinlich noch nicht. Und wenn man von hier, von dem grünen kommt, dann ist es auch grün. Okay, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Das Ding ist grün, das Ding ist grün und das hier ist auch grün. Okay, alles hat Strom und alles funktioniert. Maulwurfsratten. Maulwurfsratten wollen wir auch fangen. Ist hier schon ein Hund drin? Nein. Das halte ich für ziemlich riskant, hier Maulwurfsratten zu halten. Oder zu fangen, oder... Ja, sie sollen ja dann zahm sein, also von daher... Dann bauen wir ein paar Käfige mal hier auf. Maulwurfsratten und was haben wir noch? Mutantenhund. Okay, Maulwurfsratten wollten wir hier haben. Dann brauchen wir hier doch noch etwas, so etwas, Beta-Wellen-Emitter. Dann können wir die schon mal verbinden miteinander. Und dann brauchen wir sowieso irgendwas zum Ein- und Ausschalten hier. Eingeschalteter Energiepylon, ob wir da wieder so einen kleinen nehmen oder so einen großen mal. Okay, Intervallschalter. Wissen wir auch noch nicht, was es damit auf sich hat. Also schaltet wiederholt an und aus. Mit einem verbundenen Terminal kannst du die An-Aus-Intervalle ändern. Müsste man sich mal angucken dann. So, verzögerter Ausschalter. Stoppt nach kurzer Verzögerung die Energieübertragung. Benutze ein angeschlossenes Terminal, um die Verzögerung zu ändern. Ja, das ist mehr was für die Beleuchtung. Der Energiezähler überträgt kurz Energie. Nach 10 Energiewechseln verwende ein angeschlossenes Terminal, um die maximale Anzahl zu ändern. Auch das stelle ich mir eher vor als... Naja, als... irgendeine Sache mit dem Licht nachher. Nehmen wir hier jetzt einen großen oder einen kleinen? Energiepylon. Ach, nehmen wir mal einen großen. Reicht nicht, na gut.
Ach so, vielleicht können wir ja noch irgendetwas Sinnvolles hier zwischenbauen. Ah, da hatten wir doch noch irgendetwas. Meierlurks? Ja, das wäre hier schon nicht schlecht, auch noch sowas aufzubauen. Allerdings, ja, irgendwo muss es ja hin. Red Skorpione können sich ja auch einbuddeln, die passen irgendwie zu den... Ja, dann machen wir das ganz anders. Kann das doch mit Sicherheit... Ups, nein. Irgendwie erstmal dahin und dann bauen wir hier halt Yaogwai und was wir da sonst noch so haben, alles auf. Skorpion in die Nähe der Maulwurfsratten. Meierlurk haben wir auch noch einen eingelagert, meine ich. Und dann hatten wir doch noch einen Käfig. Brahmin könnten wir noch was bauen. Ja, die bauen wir lieber vorne hin. Moment, hatten wir nicht noch einen Red Skorpion Käfig eingelagert? Ah, wir können einen basteln, okay. Oh, ja, mit der Stromzufuhr wird das dann ja auch nicht so einfach, wie wir dachten. Dann müssten wir jedes Teil mit einem Schalter einzeln versehen. Und hier zum Beispiel kriegen wir gar keinen hingebaut. Red Skorpion-Käfig. Aha. Na, hier würde einer hinpassen. Die Sache ist die, wie gesagt, wir müssen die ja alle irgendwie ein- und ausschalten können. Und wenn wir die alle über einen Stromkreis laufen lassen, dann schalten wir unten den, hier den Yaogwai zum Beispiel aus und die anderen gehen auch alle auf. Dann müssen die alle extra Stromkreise haben. Wow. Ja, dann, wie machen wir das denn dann? Dann brauchen wir einen Stromkreis, der zum Beispiel von, wo haben wir denn hier was? Da. Der von da hier rüber geht und dann alles mit Strom versorgt, was hier so ist. Kann man das hier? Ja, kann man. Ja, liebe Welt, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich selber verstehe nicht ganz, was ich meine, aber wir versuchen das mal. Irgendwie muss ja da wieder was reinkommen in unsere Fallen und ja, die Idee ist folgende. Erstmal ein bisschen was hier rüberziehen, genau, an Kabeln. Und dummerweise kann man diese Bäume leider hier überhaupt nicht nutzen dafür. Auf Spectacle Island geht das gut. Oh, Spectacle Island, da könnten wir viel bauen hier, solche Sachen. Nun gut, dann klappt das nicht. Das ist aber auch nicht so tragisch. Ich denke mal, wir werden... Geplant war sowieso, wir bauen hier mal so etwas auf. Aber das ist auch wieder gefährlich. Das ist doch der, den wir ein- und ausschalten können. Ja, man sollte nicht mit diesen gefährlichen Tieren hier hantieren, finde ich. Wenn man Siedler und sowas hat, das könnte ins Auge gehen. Nein, 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 nein. Die brauchen alle extra Stromkreise, finde ich. Und Skorpione, die sollten sowieso immer friedlich sein.
Skorpione können sich einbuddeln. Ich meine, die müssen sowieso friedlich sein. Deswegen muss dieser Emissionstransmitter, oder wie der heißt, der sollte sowieso dann immer eingeschaltet bleiben. So. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Strom legen. Ein Stromteil, das also immer eingeschaltet bleibt. Ja. So, schöner Bauplatz eigentlich hier. Das bedeutet, hier oben bräuchten wir ein schönes Lämpchen. Da haben wir doch jetzt genug von. Was könnte man denn da... Was kann man denn Schönes da nehmen? Vielleicht hier so eine unauffällige Bodenlampe, Hightech-Beleuchtung? Ja, oder falls wir nachts hier irgendwie arbeiten, direkt hier so ein Baustrahler. Da, so, nein. Sowas hier vielleicht. Ja, was ist hier mit? Ja, der Baustrahler vielleicht erstmal. Ich meine, natürlich, ich möchte auch mit den neuen Sachen mal rumexperimentieren. So, der Baustrahler steht dafür, dass der uns anzeigt, dass hier auch wirklich Saft drauf ist. So. Und mit wirklich Saft meine ich vor allem auf diesem hier. Das ist ja ein wichtiges Teil, wenn die Teile hier aufgehen. Ausschalten kann man das Ding nicht, oder kann man das... Nein, so kann man das nicht ein- und ausschalten. So, als nächstes benötigen wir Strom. Also der soll immer eingeschaltet sein. Dann schalten wir von hier aus den Strom hier rüber. Dann können wir nämlich hier... Ja, aber warum wollen wir denn zahme Maulwurfsratten im Dorf rumrennen haben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Auf einmal rennen die da drüben irgendwo rum. Das mit dem Hund ist schon zu viel vielleicht. Ja, wenn wir sie nicht zahm haben wollen, dann müssen wir hier eben noch einen Pylon dazwischen schalten. Ja, dann nehmen wir das hier mal ab wieder. Nein, können wir das? Nein, das lassen wir. Ein An- und Ausschalter hier drüben für das Gerät. Ich weiß gar nicht, warum man die Dinger nicht ein- und ausschalten kann. Aber das ist ganz gut, denn über diesen Pylon kann man das vielleicht besser steuern. Na, das ist der falsche. Sieht auch interessanter aus vielleicht mit dem Ein- und Ausschalten. So, wir werden von dieser Seite wahrscheinlich das Ein- und Ausschalten. Ha, wir können aus Holzmangel nur noch 3 Stück von diesen Dingern hier bauen. Da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. So, dann wäre das hier versorgt und das hier mit... Na, wo ist es denn? Mit dem da. Die Lampe leuchtet. So, mal ausprobieren. Die Lampe leuchtet und der Emissionstransmitter hier, wenn er so heißt. Beta-Wellen-Emitter. Beta-Wellen-Emitter, nicht einlagern. So, die Lampe leuchtet, das heißt, der ist an und schwupp. Lampe ist aus und Beta-Wellen-Emitter ist auch aus. Wow. Das ist ja ein starkes Stück. Ja, dann ist der Beta-Wellen-Emitter aus, aber das hier geht nicht, denn jetzt wäre die Falle ja quasi auch aus. Ja. Die muss extra gesteuert werden irgendwie.
Okay. Und die Fallen werden dann von hier ausgesteuert. Ja, das geht doch. Ist doch gar nicht kompliziert. Das Einzige, was kompliziert wird, bei den ganzen vielen Käfigen hier, da die Übersicht nicht zu verlieren. Ich meine, man kann es natürlich auch machen, indem man einfach die Kabel immer wieder abnimmt. Ja, das sollte jetzt aber gut klappen hier. Zäune würden hier gar keinen Sinn ergeben. Die Skorpione und die Maulwurfsratten können sich ja eingraben. Von daher würde das keinen Sinn ergeben. Ja gut, weiter geht's. Also das hier können wir schon mal ein- und ausschalten. Beides. Dann müssen wir hier den... Nein, den nicht einlagern. Der muss hier ein wenig rüber, ins Wasser fast. Oder dahin, wo der Yaogwai-Käfig vorhin stand. Ja, das würde schon reichen. Kavum! Man könnte eigentlich seine ganzen Siedlungen ringsrum mit solchen Käfigen machen, dann würde aber keiner mehr angreifen. Ständig würden die Viecher da angreifen, denke ich. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Schalter vielleicht diesmal. Ein- und Ausschalter hier für den Meierlur-Käfig. Kann man den nicht hier hinsetzen? Aber was ist mit der Druckplatte? Nein, die Druckplatte auch nicht. Eingeschalteter Energiepylon, groß. Jo, okay, dann nehmen wir so einen. Von den kleinen aus Holz können wir nicht mehr so viele bauen, weil wir eben kein Holz haben. Okay, dann nehmen wir hier mal einen für den Meierlok. So, dann können wir hier den Käfig gleich ausschalten darüber. Wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Ja, und den Emitter haben wir ja hier oben. Wir wollen ja mal ausprobieren, ob der reicht bis hier unten. Und was hätten wir dann noch hier? Ach so, die könnte man dann ja beide gleichzeitig ausschalten. Dann hätte man es aber mit einem Skorpion und mit einem Meierlok zu tun sofort. Ah, das halte ich für den Anfang erstmal für nicht so gut. Brahmin, okay. Red Skorpion, hatten wir den nicht? Ach so, nein, das war der Yaogwai. Den hatten wir eingelagert, so. Ja gut, den Yaogwai sollten wir dann ähnlich verkabeln. Also wieder einen großen Energiepylon hier hin. So, vielleicht ein bisschen... Bisschen weiter weg, oder? Weil das wird dir gefährlich, wenn der da rausgetrampelt kommt und das klappt nicht hier mit dem Beta-Wellen-Emitter. Das sieht hier aus, meine Güte. Naja, okay.
Wir lassen das erstmal so und mir ist da gerade eingefallen, wir haben ja noch ein kleines Problemchen. Die Buchstaben sind zu groß, oder? Ja. Ja, ja, das ist zu... Ja, das ist zu groß. Wo hatten wir denn die anderen Buchstaben? Unter Sonstiges? Scheinbar nicht. Hier hatten wir was, okay. Okay, dann machen wir hier ein M dran. Sieht man das? Das sieht man gar nicht. Wie können wir das wieder abnehmen? Buchstabe M. Okay. Stahl brauchen wir dafür. Ach, die sind aus Stahl, die Dinger. Mhm. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Das reicht ja auch schon. M und daneben ein R. Das ist cool. Maulwurfsratten. Das ist so cool. Das ist wie Minecraft schon. Genial. Das hat nur noch gefehlt, dass man Buchstaben... Ja, ist ein bisschen umständlich, aber das geht schon. Okay, dann Maulwurfsratten. Dann ist das hier der Yaogwai-Käfig, oder? Yaogwai, sehr schön. Maulwurfsratte, Yaogwai und Maiolurk. Okay, hier, Maiolurk. Und dann braucht das hier noch den Red Skorpion. Den müssen wir auch noch versorgen. Obwohl, wenn der Maiolurk da unten ist, dann könnten wir den... Ja, egal, der steht jetzt nun mal da unten. Es soll ja auch alles mehr oder weniger so ein Probelauf mal sein. Uns wird mit Sicherheit noch was einfallen, was man damit Schönes machen kann. Umzäunt werden sollte das Ganze hier sowieso mal, sonst rennen die vielleicht durchs Dorf. Naja, wenn sie zahm sind, ist das ja alles wunderbar. Dann ist das ja kein Problem. Natürlich ist die Idee, wenn das jetzt dieser Beta-Wellen-Emitter, wenn der jetzt so weit reicht, wie zum Beispiel... auf Spectacle Island, ja? Der deckt ja die ganze Insel ab. Dann bräuchten wir ja für das ganze Dorf nur einen einzigen. Ja, zur Sicherheit vielleicht noch einen zweiten, falls der eine mal kaputt gemacht wird, aber eigentlich reicht ein einziger dann. Ja gut, dann schauen wir doch mal, ob wir hier nochmal den Red Skorpion, ob wir da auch nochmal was hinbekommen. Vielleicht können wir das direkt hier nehmen. Jetzt können wir das ja schön mit Buchstaben versehen. Das finde ich so super. Das macht schon wieder richtig viel Spaß, ja. Ja, dann bauen wir hier eben noch einen hin für den Red Skorpion. Den können wir ja direkt daneben machen. Wie gesagt, mit Buchstaben kein Problem mehr. Okay. Und dann bekommt er natürlich hier noch einen Buchstaben. Buchstaben sind hier, genau. Nein, nicht M, sondern R. R wie Red Skorpion. Ja, das kann ruhig so ein bisschen versetzt sein. Das ist egal, das sieht ja natürlich aus. Das sind ja dann Leute, die das so aufgeklebt haben. Das sind ja keine, die mit Lineal unbedingt da dran gegangen sind. Okay,
wir haben jetzt auf jeden Fall alles verbunden. Jetzt schauen wir nochmal, wie das überhaupt funktioniert hier. Okay, Chance bei Versorgung mit Energie, einen Yaogwai zu fangen. Zum Freilassen der Kreatur, Energiezufuhr unterbrechen. Wir hätten das mal andersrum machen sollen. Wir hätten den Emitter, vorsichtshalber hier unten, den Beta-Wellen-Emitter, hätten wir hier hinstellen sollen, bei den großen Viechern und bei den kleinen Maulwurfsratten. Wäre es vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen, aber egal. Schauen wir mal, was daraus wird. So, eingeschaltet sind die Dinger alle. An der Stelle darf ich mich bedanken fürs Zusehen, denke ich schon. Das ist schon wieder über der Zeit, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber da das Abspeichern nicht mehr so gut geht, machen wir das jetzt doch einmal. Oh, das ist gut, dass er da ist. Da können wir uns nämlich doch mal so hier hinstellen, hoffentlich. Ein bisschen näher wäre schon gut. Hey, ich bin ganz Ohr. Hier drüben. In Ordnung. Das ist auch gut so. Ja, dann wie gesagt, an der Stelle darf ich mich bedanken fürs Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.